Vorgestellt werden die verschiedenen Bauformen der ECH11. Die ECH11 ist eine Stahlröhre mit einem Trioden- und einem Hexodensystem, hauptsächlich als Oszillator und Mischröhre. Die ECH11 wurde 1938 entwickelt. Die erste Variante war die hohe Bauform. Diese wurde produziert im Telefunkenwerk Berlin. Kurz danach gab es eine etwas verkleinerte Variante. Ebenfalls produziert im Telefunkenwerk Berlin. Gegen Mitte der 40er Jahre gab es auch eine Glasvariante von Löwe. Ist schwierig in Fokus zu bekommen. Die Röhre hat ein aufrechtes System im Quetschfuß. Abgeschirmt ist sie mit metallischer Farbe, die mit Hilfe eines Drahtes geschirmt wird. Der Draht ist im Sockel verbunden. Eine weitere Variante dieser Glasversion von Löwe ist diese hier. Nochmal im Größenvergleich zur Original ECH11. Nach dem Krieg gab es verschiedene Glasvarianten, unter anderem von Telefunken, auch als stehendes System. Diese wurde im Röhrenwerk Ulm produziert. Weitere Varianten war eine Version vom RFT. Diese wurde in der 35. Woche 1951 produziert und ist aus Glas, hat ebenfalls metallische Farbe zur Schirmung. Es gab auch Notbehelfsröhren. Das ist auch eine ECH11, bestehend aus einer 6A7 als Hexodensystem und einer 6J5 als Triodensystem. Diese Notröhre wurde wahrscheinlich Anfang der 50er gebaut. Also die Zeitstempel sind 12.52, also Dezember 1952. In welcher Stückzahl dieser Behelfsadapter gebaut wurde, kann ich nicht sagen. Ob es eine Kleinserie war oder eine Einzelanfertigung, ich weiß es nicht.
Zu guter Letzt gab es auch kommerzielle Adapter, nämlich diesen hier. Und dieser enthält in Wirklichkeit, das ist das Röntgenbild, eine ECH81. Diese Adapter gab es auch als einzelne Sockeladapter in verschiedenen Bauformen. Diese hier ist relativ neu.